So, seit geraumer Zeit gibt es Martin nur noch im Doppelpack. Wen hast du da? Das ist meine Frau. Nicht verheiratet, aber ich sage immer lieber Frau. Miss Garrett, ihres Zeichens Sänger, Death Metal-Bereich, Hardcore, aber auch Gesangslehrerin und so weiter. Und wir sind jetzt seit 19 Monaten zusammen und ich liebe die Frau. Was ist so liebenswert an Martin? Ja, Martin ist einfach mein Martin. Ich fühle mich ohne ihn einfach nur als ein halber Mensch. Er ist sicherlich ein bisschen unorganisiert und er ist auch sicherlich mal ein bisschen tollpatschig, aber das ist genau das, was ihn ausmacht. Und was er eben nicht perfekt ist, macht ihn für mich einfach perfekt. Und ich muss sagen, ohne die Frau, ich meine, letztes Jahr, wie einige oder auch noch nicht wissen, war gesundheitlich echt scheiße. Eine OP an der Halswirbelsäule, kurz vor der Querschnittslähmung. Das war echt knapp, das wusste ich selber nicht. Sie hat mich echt gepflegt, war immer da. Wir führen eine Fernbeziehung. Sie ist immer 1000 Kilometer gefahren, hin und zurück. Dann die beiden Knie-OPs. Also letztes Jahr war es scheiße. Und ohne sie glaube ich nicht, dass ich das so durchgehalten hätte. Für mich selbstverständlich. Wenn man euch so beide anguckt, dann kann man so ganz normal annehmen, ihr lebt den Rock'n'Roll. Wie äußert sich das oder wie ist der Alltag bei euch? Also viele denken immer, dass, so, dass wir uns so anschreien. Hey, was soll das? Was soll das? Machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Wir haben eigentlich einen ganz normalen Alltag, wenn wir uns sehen. Wir machen viel Liebe, trinken natürlich viel Bier. Sie vor allen Dingen? Nein. Sie trägt immer das Bier hoch, weil es mir gerade nicht so gut geht. Ja. Nein, aber im Grunde genommen sind wir ein ganz normales Pärchen, die einfach wirklich auf einer Welle reiten. Und das ist das Schöne daran. Dann denkt man, ihr sitzt eigentlich nur rum und rocken ist nur Bier trinken und ein bisschen rumgrölen. Nein, da ist auch Handwerk dahinter. Erzähl mal ein bisschen, du hast ja auch ein Tonstudio und so weiter. Was ist also die wirkliche Arbeit bei euch? Die wirkliche Arbeit ist, muss ich erstmal sagen, es ist das Schöne, dass sie auch Künstlerin ist. Und es war eigentlich immer mein Traum, vor allem in der gleichen Musikrichtung im Heavy Metal, weil man versteht sich blind. Und sie bringt ja jetzt ein neues Album raus mit ihrer Band New King Moose. Ich bringe eine neue EP raus, irgendwann Ende des Jahres in Deutschrock. Wir machen jetzt ein Duett zusammen, das kommt im Frühjahr. Das wird ein bisschen so Richtung Rammstein. Also wir verstehen uns auf rein künstlerischer Ebene auch, weil wir beide ausgebildete Sänger sind. Und das ist ganz großer Vorteil in der Beziehung. Was sind eure Pläne, Wünsche, Träume zusammen noch anzustellen, nicht nur beruflich? Nicht nur beruflich. Ja, wir möchten zusammenziehen dieses Jahr noch. Und, ja. Martin zieht nach Niedersachsen, Leute. Erst nach Dresden, jetzt nach Niedersachsen. Berlin, tut mir leid, aber ist so. Ja, dann ist Miss Garrett eben nicht mehr on the road unterwegs. Die Feier ist momentan immer noch 600 Kilometer. Und, meistens kommt sie und das sind 500 hin, 500 zurück. Und jetzt will ich ihr nicht mehr antun. Also werde ich ab September hochziehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Man weiß es nicht. Aber sie ist die Traumfrau. Wie haltet ihr euch beide fit und gesund? Weil neben Alkohol muss man ja auch mal ein bisschen Sport oder Ruhe haben. Ja, ich trete ihn zum allem anderen und... Ich bin halt echt eine faule Sau, das wisst ihr ja alle. Da muss ich ja nichts draus sagen. Aber das Ding ist, ich muss jetzt auch was machen. Ich merke das Alter, ich merke nach den OPs, ich muss was machen. Die Bühne wird anstrengender und wir halten uns einfach mit Sex und Sport fit. Abschlussfrage, eure größten Wünsche und Träume für die Zukunft? Gesund werden und bleiben. Auf jeden Fall Gesundheit ist das Wichtigste und daraus resultiert der Rest, die geile Mucke. Das wünsche ich euch. Alles Gute. Danke. Dankeschön.